Der Verfassungssprecher des Teams Stronach, Georg Vetter, ist der nächste Redner. Grüß Gott, Herr Präsident, Hohes Haus. Was ich vom heutigen Tag zunächst einmal mitnehme, ist, Wien ist anders. Am Vormittag haben wir gehört, dass das Pensionsalter in Wien wesentlich niedriger ist als im Rest von Österreich. Jetzt gibt es unterschiedliche Regelungen hinsichtlich der Stadträte und es gibt ein unterschiedlich gewichtetes Wahlrecht. Der Staat nimmt sich heraus, den einzelnen Bürgern regelmäßig in Gesetzen zu sagen, wie er sich benehmen soll, wie er gleich behandeln soll, wie er besser sein soll. Und wenn es um den Staat selbst geht, gibt es bereits bei der Aufteilung der Macht Sonderregeln. Bei den Stadträten, beim Wahlrecht. Ich habe mich schon bei Griechenland gewundert, dass dort die stärkste Fraktion automatisch 50 Mandate mehr bekommen. In Österreich geht das offensichtlich etwas sublimer, beziehungsweise in Wien besonders sublim, wenn ich die von den Neos genannte Zahl also übernehmen darf, dass hier ein Preisgefälle von 20% für das Mandat im Wiener Gemeinderat gilt. Das spricht alles gegen die Legitimation von Politik und Staat. Wenn wir hier Gesetze machen wollen, die die Bürger ernst nehmen, dann müssen wir bei uns selber anfangen. Und daher appelliere ich an alle, schon bei der Machtverteilung das Prinzip beispielsweise One Man, One Vote, sagen wir One Man, One Woman, One Vote, ernst zu nehmen. Wenn hier getrickst wird, wird kein Bürger die Gesetze hier so ernst nehmen, wie wir es gerne hätten. Damit wir als Staat, als Politik auch die entsprechende Legitimation haben und die Legitimierungsfunktion erfüllen können, appelliere ich daran, dass wir Sonderregelungen abschaffen, Diskriminierungen in der Aufteilung der Macht abschaffen. Und da beginnen wir bei diesem Punkt hier. Danke.